Einige bleiben zurück, aber der Großteil der Delegation der Internationalen Atomenergieagentur hat das von russischen Truppen besetzte Atomkraftwerk Saporischschja bereits wieder verlassen. Mit ihnen auch der Chef der IAEA, Rafael Grossi. Und welche Erkenntnisse haben die Expertinnen und Experten gewinnen können? Wie steht es denn nun um die Sicherheit der Anlage, die nur wenige Kilometer von der Front entfernt ist? So beschoss die Ukraine nach eigenen Angaben am Abend eine russische Basis in der Nähe des AKWs. Es bleiben viele Fragen, zu denen Grossi am Abend erste Einschätzungen gab. Anna Tillack. Das VIP-Terminal des Wiener Flughafens. Alles wartet auf die Atomexperten, die jeden Moment aus der Ukraine zurückkommen. Die Erleichterung ist dem Team anzumerken. Wir sind glücklich, wieder zu Hause zu sein. 6 Inspektoren sind noch in der Ukraine. 2 sollen sogar dauerhaft dort bleiben, verkündet Grossi. Seit einem halben Jahr ist das Atomkraftwerk nun von Russen besetzt. Es ist bewundernswert, von den ukrainischen Experten unter diesen Umständen weiterzuarbeiten. Sie kümmern sich um das Werk. Aber es gibt natürlich Spannungen. Aus ganz offensichtlichen Gründen. Wegen des Krieges. Rückblick. Grossi führt sein Team gestern über das Gelände des Atomkraftwerks, macht sich ein Bild der Zerstörungen. Der wiederholte Beschuss des Atomkraftwerks Saporischschja hat international die Sorge ausgelöst, dass es dort zu einer Nuklearkatastrophe kommen könnte. Für den Beschuss der Anlage machen sich Russland und die Ukraine gegenseitig verantwortlich. Ein heikles Terrain für die Inspektoren der Atomenergiebehörde. Erschöpfung nach dem ersten Einsatz vor Ort. Mit meinem mutigen Team sind wir reingegangen. Es gab Momente, da wurde eindeutig geschossen. Maschinengewehre, Artillerie, Granaten. 2-3 Mal war das sehr beunruhigend. Für alle von uns. Von Seiten der Ukraine wird bezweifelt, dass die Mission der IAEA Aufklärung bringen wird. Konnten die Inspektoren wirklich alles sehen? Die IAEA bestätigt heute, Zugang zu allen wichtigen Orten erhalten zu haben. Während Moskau die Mission als sehr positiv bewertete, äußerte Selenskyj Bedenken. Das russische Militär stoppte die Journalisten, die bei der Mission dabei waren, am Checkpoint und ließ sie nicht mehr weiter. Offensichtlich haben die Besatzer gemerkt, dass sie in Anwesenheit freier Medien die IAEA und die Welt nicht anlügen können. Ein Block, der aus Sicherheitsgründen abgeschaltet war, ist inzwischen wieder am Netz. Prinzipiell besitzen die Reaktoren einen 1,5 Meter dicken Schutz aus Stahlbeton, der nach Einschätzung von Experten sogar den Absturz eines kleinen Flugzeugs aushalten könnte. In Wien mahnt Grossi heute dennoch zur Vorsicht. Ich war besorgt, ich bin besorgt und ich werde besorgt sein. So lange, bis wir dauerhaft eine stabile Situation vor Ort haben. Die IAEA betont, bleiben zu wollen, bis der Krieg vorbei ist. Eine Mammutaufgabe liegt vor der Agentur, bisher wohl eine der heikelsten.